Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rise, Son of Rome. Ja, also den Sohn vom Kaiser, den haben wir jetzt schon erledigt. Und als nächster steht Commodus auf dem Plan. Commodus kämpft hier in der Arena, so viel wissen wir. Und wir wollen uns natürlich das Recht ergreifen, das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen. Deswegen müssen wir uns hier erstmal anscheinend durch die Arena schlagen. Und er hier passt anscheinend auf, dass es uns gut geht oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin gespannt, wer hier unsere Gegner sein werden. Wahrscheinlich die ganzen armen Trottel hier. Kann's kaum erwarten, da rauszugehen. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben. Wahre Worte. Aber wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Denn wir müssen Rom retten. Das Recht verdienen, dem einzigartigen General Commodus im Kampf gegenüberzustehen. Das sind echt viele hier. Damokles! Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen hier. Irgendwie gefällt mir die Damokles-Rüstung richtig gut. Genau deswegen sind wir hier. Sichert den Strand, sagt er. Autsch. Wow. Ich glaube, den machen wir gleich mit Fokus. Jawohl. Da keiner mehr. Da hilft hier nicht mal so ein fliegendes Schild. Der Küste Dovers ließ der siegreiche Commodus die verräterische Festung unter seiner glühenden Macht erzittern.
Stimmt ja, Commodus war das. Nicht wir. Habe ich ganz vergessen. Leute, hier werden unsere ganzen Schlachten nachgestellt. Von gerechtem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähltem Herzen die ewige Flamme Roms. Zermalmen! Und alles wird als der Weg von Commodus hier bestritten. Dabei war das so eine feige Sau, Alter. Aber wir triumphieren. Und das ist wichtig. Genau so war's. Ganz allein hat der Commodus gemacht. Commodus, durchstreifte geschwind den Wald. Geschwind wie ein Wolf. Ich scheiß da drauf. Ich stampfe wie ein Bär. Die 14. Legion lief in eine Falle. Die Bogenschützen der Briten nagelten unsere mutigen Kämpfer fest. Würde Commodus es schaffen, sie zu retten? Klar schafft er das. Also nicht er, ich. Komm schon. Wie wirst du sie töten? Du könntest sie vermutlich einfach hinterrücks erstechen. Sie ist zu langweilig. Wie wär's mit einem Hilo? Ein Wurf mitten ins Herz. So würde es der große General Commodus machen. Würde er das? Ja. Ich mag diese Pieler nicht. Das Lustige ist, dass hier natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber die Arenen, die hatten wirklich so senkende Plattformen, dann konnten da quasi irgendwie Löwen raufgesetzt werden, die dann hochgefahren wurden oder irgendwelche, ja, Barrieren oder sowas. Hier ist natürlich ein bisschen sehr krass. Okay, was ist los? Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Gleich erstmal den weg hier. Wilde Krieger von unerreichter Stärke. Stell dich, Steine!
und aufs Maul hauen. Arm abhauen. Reinpieken. Wegstoßen. So habe ich's von Mama gelernt. Wilde Krieger! Ich mach's auch kurz. Zieh dich an, rassrichtiger Damokles! Die Heldentat des großen General Commodus nachstellen? Fake Irrsinn! Ich habe die Briten eigenhändig zerstört! Du quälst dich trotz der ganzen Hilfe! Recht, Claudia. Aber vergiss nicht, wer hier die Hauptrolle innehat. Ich! Ich kann's kaum erwarten, Commodus 1 aufs Maul zu hauen. Nun komm schon, Damokles. Du sollst meine großen Errungenschaften nachahmen. Wie kannst du nur mein Ansehen von meinen Anhängern schmälern? Verehrte Zuschauer, der Schlussakt steht bevor. Commodus wird das Aquädukt zerstören. Was für ein Finale! Da muss ich ja mit einem Pilar drauf schießen wahrscheinlich. Denn genau so ist es ja passiert, wie wir wissen. Genau so. Jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die einst großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot. Erbrochen vor euch. Von mir erschlagen. Eurem General. Eurem Anführer. Eurem Erretter. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles. Kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf deinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Alter, geht er mir auf den Sack. Du sagst, du beschützt Rom.
Wer beschützt dich vor mir? Nice. Okay, der hat ganz schön was drauf. Wow. Der geht mir auf den Sack mit der Scheiße. Was ne Pussy. Wirft mit Sand. Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben. Ich bin Commodus, nein, du Narr. Ich bin Commodus. Ich bin Commodus. Für dich ist das Spektakel vorbei. Okay. Ist er? Du bist es. Ist mir egal, wer es ist. Ich mache euch alle platt. Dass die sich auch noch wehren müssen. Versuch's doch mal! Oh, erwischt! Diese Wolken heilen die! Lass mich erst noch dein Phantom hier wegknallen. Und dann, Commodus. Dann kümmere ich mich um dich. Okay, das interessiert ihn nicht. Komm schon, Commodus. Fuck it. Fängt er wieder mit der hinterhältigen Scheiße an? Yeah.
Seelen! Derselbe miese Trick nochmal. Schnappt ihn! Na dann kommt. Alter Schwede. Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir und mein Angst. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Diesmal aber wirklich. Du miese kleine Ratte mit deinen scheiß Beinfeger. Alter. Ich bin Damokles. Ich bringe Vergeltung. Du bist der Nächste. Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Alter, als könnte uns irgendwas aufhalten. Tötet ihn! Tötet ihn! Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt.
Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Boudica, einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ah, Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein, aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und, so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Bereit halten! Oh, Scheiße, Leute. Bereit halten! Feuer! Marius, ich brauche dich am Scorpio. Konzentrier dich auf die Ziele, die ich dir nenne. Hier nach. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Rise, Son of Rome. Oh, scheiße. Wir haben einiges zu tun. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.